Herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer neuen Ausgabe der Gothic 2 Randomizer Mod. Ach, das ist der nächste, ey. Oh, man. Ja, ich suche einen Weg zu Sagitta. Das ist leider gar nicht so einfach. Denn dieser Wald ist voller böser Kreaturen. Und ich muss irgendwie einen Weg durch die durchfinden. Okay. Der Wag ist nicht aufmerksam geworden. Oh oh, die ist stark. Okay. Ja, das wird wohl noch öfters passieren. Davon kann man definitiv ausgehen. Das wird noch öfter passieren. Oh Mann. Einen schwarzen Troll kann ich dann gebrauchen, wenn ich so Orte wie das Banditenlager in Jakanda oder das Piratennest oder sowas ausnehmen will oder die Stadt oder so. Da ist ein schwarzer Troll eine super Sache, aber jetzt hier hilft mir das gerade nicht so viel. Skelett ist okay. Okay, ich glaube, das kann ich mir sparen, dass ich zwei Viecher beschwöre. Ich sollte zusehen, dass ich eins nehme, was möglichst nicht gleich nach einem Schlag tot ist. Okay, ich sollte nicht zu wählerisch sein. Das bin ich leider. Zuweilen. Oft. Immer. So, wir nehmen jetzt einfach diesen Zombie. Versuchen mit dem jetzt einfach das Bestmögliche. Boah, jetzt war ich schon sehr, sehr nah am Drachensnapper. Sehr, sehr nah am Drachensnapper. Keine Ahnung, wo mein Zombie abgeblieben ist. Er folgt mir. Er tut sich schwer, aber er folgt mir. Ja? Ja? Komm schon. Tu es. Ja. Sehr gut. Ja. Ah, da kommt er nicht ran. Das ist halt der Nachteil bei Harpchen. Das ist halt der große Nachteil. Da braucht man dann irgendwie eine Schusswaffe. Guck mal, gut, dass ich mir eine Feuerpfeilrune noch hier im Start habe. Warum denn? Warum kann ich denn jetzt nicht auf die Harpie zielen? Das ist doch jetzt frustrierend. Okay. Naja, was soll's. Das ist tatsächlich eine sehr gefährliche Aufgabe hier, sich durch den Wald durchzukämpfen. Nur um Erzbaronin Sagitta zu erreichen. Die übrigens einen Ofen hat, wo man nicht genau weiß, wohin eigentlich der Rauch abzieht. In den Fels rein. Habe ich mir noch nie hinterfragt. Thekla hat mich geschickt, ein Päckchen für sie abzuholen. Ach ja. Ich hatte sie eigentlich schon vor Tagen hier erwartet. Hier hast du das Päckchen. Pass gut darauf auf. Ganz ehrlich, bei dem Wald hier, dass du überhaupt noch hier Besuch bekommst, das grenzt an ein Wunder. Ich sollte jetzt mal wirklich auf eine Rüstung gehen, die mein Leben schützt. Mehr als alles andere. Ich habe tatsächlich einen sehr guten Vorrat an Tränken jetzt mittlerweile hier. Apropos Tränke, verkaufst du irgendwas? Lass mich... Naja, okay. Scheiße, das hätte ich mir sparen können. Welche Ware hast du anzubieten? Sag mir, was du willst. Nichts, was ich gebrauchen kann. Oh Mann, jetzt muss ich irgendwie wieder zurückkommen.
Oh, scheiße. Ich bin gefangen. Ich bin verdammt nochmal gefangen. Okay. Ich sehe nur einen Weg. Jetzt rennen. Scheiße, ich bin tot. Nein! Ich habe keinen Teleport, oder? Dass ich mich wenigstens in die Stadt teleportieren kann oder so ein Quatsch, aber das habe ich glaube ich nicht, oder? Oh, warte mal, das geht aber auch. Optimal, jetzt greift er mich nicht an, ne? Oh, Gott sei Dank. Okay. Damit habe ich zum Glück einen validen Weg gefunden. Aus dieser Todeszone zu entkommen. Man muss anders spielen. Wenn man so eine Mod wie die Randomizer Mod spielt, muss man lernen, anders zu spielen. Es geht gar nicht. Normal. Aber gut. Ich würde sagen, wir haben diese Aufgabe mit Bravour gemeistert. Und mit ziemlich viel Glück. Hätte ich diese Spruchrolle nicht dabei gehabt, hätte ich weiter versuchen müssen, das Vieh abzulenken und dann wegzurennen. Naja. Boah, das wird den Jagden da so witzig werden, nicht? Ist ja jetzt schon echt eine Tortur teilweise. So, Thekla, bin zurück. Hey! Hier ist das Päckchen von Sagitta. Danke sehr. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Na schön. Dann will ich mal nicht so sein. Hier, sonst fällst du mir noch vom Fleisch. Ach ja, die gute Thekla. Das ist wirklich eine gute. Hey, du. Die gute Thekla. Irgendwelche Neuigkeiten? Du hast die falsche Wahl getroffen. Du hättest zu uns gehören können. Können, ganz genau. Aber wollte ich nicht. Warte mal. Ich hab mir das schon gedacht. Bulko, das fette Schwein. Das fette Schwein! Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich hab nicht viel. Die Schwert und Äxte bringen mir fast alle in Onas Haus. Ja, ich gucke jetzt mal noch, ob ich mich hier noch mit Vorräten eindecken kann. Und dann würde ich eigentlich auch schon, Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir anbieten? Oh ja. Er musste es ja besser wissen. Oh ja, Dietrich. Nehme ich. Traurig. Will ich. Jetzt gehen wir nochmal zu Khaled, gucken nochmal, ob der irgendwas am Start hat. Und dann würden wir eigentlich jetzt auch schon Richtung Jakendar aufbrechen. Du bist ins Kloster gegangen? Ich hatte mit allem gerechnet, nur nicht damit. Tja, Söldner kannst du nun nicht mehr werden. Aber wer weiß, vielleicht kannst du das eine oder andere Mal etwas für mich tun oder ich für dich. Wir werden sehen. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute. Aber lass dir ja nicht einfallen, mich zu verschaukeln, klar? Dafür, mein alter Freund, habe ich keinen Grund. Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Okay, hat nichts, was ich brauchen könnte. Na gut, dann würde ich sagen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Würde ich mal sagen, ich habe auf die falschen Leute gehört. Ich mache erstmal die Fackel aus. Von mir erfährt keiner was. Und. Ah, für die Botschaft müsste ich nochmal zu Vatras gehen. Oh, mit dem habe ich jetzt nicht gequatscht nochmal. Ist egal, können wir später immer noch abgeben. Rennt uns nicht weg. Ja. Ja.
Meine Meinung will ja keiner hören. Ja, würde ich mal sagen. Also Bill ja selbst hinter ihm her. Auf nach Jakenda. Jetzt habe ich irgendwie so ein anderes Schwert hier angelegt. Das vermeintlich bessere Schwert. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Naja, nee. Wir müssen es jetzt nicht provozieren. Wienen hat noch geschrieben. Übrigens, die Truhen der Kanalisation, die Truhen der Handwerksmeister, die von Lema und Darons Truhe bei Zuris haben in Vanilla alle dieselbe Kombination. Okay, netter Side-Fact, würde ich sagen. Hilft mir jetzt aber wahrscheinlich hier nicht so viel. Ist aber auch nicht so schlimm. Also ich bin jetzt auch nicht gar nicht so scharf drauf, die auszuplündern, weil es bringt mir halt gar nichts. Also ich habe halt keinen Mehrwert davon. Ich habe alle Waffen, ich habe die besten Waffen, die ich haben kann. Ich habe die beste Rüstung, die ich haben kann. Ich glaube, es gibt keine Rüstung mehr, die besser ist als dieser dunkle Umhang. Es gibt einfach nichts, was diese Werte toppen kann. Nicht mal Raven. Gut, Ravens Rüstung, okay, was Feuer und Magie angeht, ist Ravens Rüstung tatsächlich besser. Aber sonst gibt es keine Rüstung, die diese Werte hier toppen oder schlagen kann. Es gibt einfach keine. Und dementsprechend würde es so sein, dass ich da jetzt auch gar kein großes Interesse daran habe, jetzt irgendwelche Leute auszuplündern. So, 86 Stärke habe ich jetzt. Kann ich da eine bessere Waffe tragen? Okay. Riesenmachete wäre, glaube ich, die nächste. Ja. Die gehen wir als nächstes an. So, hier müssen wir jetzt einen Bogen drumherum machen, denn der Dragon Snapper. Wo ist denn der? Ach, der steht dort. Okay. Ich will es wenigstens nochmal probieren, den zu besiegen, aber der ist immerhin verletzt. Der ist immerhin verletzt. Wenn ich irgendein Vieh auf das Teil loslasse, ein Skelett, dann muss ich direkt irgendwas schnell hinterher beschwören, damit das Vieh beschäftigt ist. Okay. Jetzt schlag zu! Das war alles so lost, ey. Ich mach keinen Schaden an dem Vieh, das ist Wahnsinn. Ich hab eine Idee. Dafür müsste ich nur lang genug überleben. Kannst vergessen. Alter, okay. Ich glaube, das sind so die absoluten Endgame-Gegner. Also, was ist stark gegen einen Drachensnapper, der so overpowered ist? Gibt's da überhaupt ein richtiges Konzept dafür? Klar, jetzt könnte man sagen, vielleicht ein mächtiger Zauber, irgendwas wie Feuerregen oder Todeswelle oder Todeshauch oder sowas. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber du musst ja trotzdem nah genug an das Vieh rankommen, um den Zauber zu casten. Im schlechtesten Falle brauchst du zu lange, um so einen Feuerregen zu beschwören oder so ein Unwetter. Und dann hat das Vieh dich einfach totgebissen mit einem Haps. Und dann war's das. Tja, naja, ich hoffe nicht, dass ich nochmal in so eine Situation gelange, wo ich irgendwo entfliehen muss und so ein Vieh versperrt mir den Weg und ich habe keine andere Möglichkeit, von dort wegzukommen. Weil dann sieht's schlecht für mich aus. Sehr schlecht, um es genau zu sagen. Dann wird's im Zweifel so sein, dass ich vielleicht einfach nicht weiterkommen muss. Kann passieren. Junger Wolf, Dankeschön für dein Fell. Das nehme ich noch mit, nach Jakenda. Oder wie der Laie sagen würde, Jakenda.
Nehmen wir das richtige Schwert und dann auf. Wir haben alle Bruchstücke zurückgeholt. Das bedeutet, wir werden jetzt hier erst einmal mit Nefarius sprechen. Ist die Textur von dem Tor irgendwie verändert? Ja, schon, oder? Hey. Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Ich habe sie gefunden. Das ist großartig. Jetzt habe ich sie alle. Jetzt müssen wir sie nur noch zusammenfügen. Wir müssen mit vereinten Kräften wirken, um das Ornament wieder zu einem Ring zusammenzufügen. Hier, ich kann dir für deine Mühen einige Goldmünzen geben. Folge mir. Ja, ihr geht ihr schon mal los. Ich hau mich doch mal aufs Ohr kurz. Und schlaf mal zum nächsten Morgen. Dann sind auch witzigerweise die Lichtverhältnisse innerhalb der Höhle verändert. Warum auch immer. Ich nehm's mit. Was soll's. Ja, und dann schauen wir uns mal dieses Ritual an. Mit Merdarion muss ich auch nochmal sprechen bezüglich des Teleports. Oder was, Myx hier? Nee, es müsste Merdarion gewesen sein. Ja. Und ja. Ja. Dann werden wir, glaube ich, wohl in dieser Folge, nehme ich mal ganz stark an, ins Tal der Erbauer gehen. So, und nun geh zur Seite. Die großen Magierkrieger unserer Zeit. Aber irgendwie fehlen diese Licht- und Nebeleffekte in verschiedenen Farben und so weiter. Warte mal. Eventuell muss ich das neu laden. Okay, das ist leider unspektakulärer als erhofft. Es tut mir leid, Leute. Das Ornament ist wieder zusammengesetzt. Da du uns die notwendigen Bruchstücke dafür gebracht hast, sollst du sie auch ins Portal einsetzen. Geh zu Saturas und lass dir den zusammengesetzten Ring geben. Das Portal wird sich dann hoffentlich öffnen. Oh, da hinten habe ich noch was gesehen. Da liegt eine Steintafel. Sehr schön. Ja, das Ritual war jetzt leider unspektakulärer als gehofft. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Solange Vatras mir kein eindeutiges Zeichen übermittelt, das dir zu trauen ist, werde ich den Ring bei mir behalten. Okay. Das ist jetzt interessant. Shit. Muss ich, aber hat das mit der Botschaft an Iskraut irgendeinen Zusammenhang? Wahrscheinlich schon, oder? Okay. Warte mal. Die Teleportersteine scheinen gut zu funktionieren. Du hast es tatsächlich getan? Du bist wirklich hineingegangen? Ja. Sie funktionieren offensichtlich immer noch. Unglaublich. Das muss ich mir nachher noch genauer ansehen. Ja, und ich muss jetzt erstmal wieder zurück zu Vatras. Hä, aber ich muss doch jetzt nicht jetzt schon ins Minental. Man konnte sich das doch immer aussuchen, was man zuerst machen will. Oh, Lebensenergie 1. Die nehme ich gerne. Tja, das Problem ist jetzt halt nur, wie komme ich an diesen Orks vorbei? Und an diesen Golems, die da hausen in dieser Höhle, wo man rauskommt. Ich habe das einmal schon geschafft. Aber wie kriege ich das jetzt ein zweites Mal hin? Ein Speedtrank habe ich natürlich nicht. Und Snapperkraut habe ich auch nicht. Ah, mir juckt meine Speckschwarte. Ich muss kurz kratzen. Ah, so. Tja, was mache ich jetzt? Mist. Da jetzt durchzulaufen ist der reine Selbstmord. Das bringt nichts. Die stehen so beschissen, Digga.
Das wäre auch zu schön gewesen, das jetzt direkt im First Try zu schaffen. Das wäre wirklich zu schön gewesen. Der Eiswolf ist das größte Problem. Hat der Golem gerade den Sumpfgolem eingefroren? Ist ja geil. Boah, das ist jetzt bockschwer. Meine andere Alternative wäre, ich laufe zurück. Aber das will ich euch nicht in der Aufnahme hier antun. Diesen ewig langen Pfad, das... Schon wieder. Optimal. Der müsste aber den Eiswolf einfrieren. Kommt schon, gebt's doch einfach auf, Mann. Oh, Gott sei Dank. Andererseits, warte mal. Was ist das hier, Alter? Okay. Aber krass, wie lange die gebraucht haben, das Vieh zu töten, ne? Ja, jetzt könnte man sagen, ich habe die Erfahrungspunkte nicht eingesnackt, aber ganz ehrlich, dafür ist jetzt meine Rückkehr von Jakinda bis hierher deutlich entspannter. Ja, der Ork und die beiden Golems, ja, die machen Probleme, aber die sind lange nicht so schlimm wie dieser Eiswolf gewesen. Der Eiswolf war das Hauptproblem jetzt. Und der ist jetzt zum Glück erstmal beseitigt. Ich hätte nie und nimmer den Last Hit da in dieser Menschengruppe da getroffen. Ich habe die Botschaft überbracht. Sei bedankt dafür. Dann wähle nun deinen Lohn. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft darfst du natürlich nicht alles wissen. Aber ich werde dir sagen, was ich kann. Wo sind die anderen Wassermagier? Sie erforschen die Ruinen einer alten Kultur, nordöstlich von Korinis. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen. Erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Jo. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Natürlich. Ah, okay, warte mal. Aber habe ich das nicht schon rausgefunden? Wer gehört alles zum Ring des Wassers? Das wirst du erst erfahren, wenn du in den Ring aufgenommen wirst. Aber ich bin mir sicher, einige von uns wirst du schon kennengelernt haben, bis es soweit ist. Was genau tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Wegen der vermissten Leute? Ja. Ich will dir erzählen, was ich weiß. Die Bauern haben ebenfalls Angehörige verloren. Ich habe in Erfahrung bringen können, dass die Banditen für das Verschwinden der Menschen hier verantwortlich sind. Elvridge, der Lehrling des Meisters Torben, erzählte mir, dass die Banditen die verschleppten Menschen über den Seeweg aus Korinis entführten. Einige Piraten sind mit im Spiel. Ihre Rolle in der Sache ist mir aber noch nicht ganz klar. Ich habe Elvridge von den Banditen befreit. Ein Mädchen namens Lucia ist von den Banditen verschleppt worden. Das entführte Mädchen Lucia hat sich den Banditen nach ihrer Entführung angeschlossen. Alles deutet darauf hin, dass sie das freiwillig tut. Ich denke, du bist auf der richtigen Spur. Weiter so. Sehr interessant. Habe ich alles so noch nicht gehört. Aber was mich jetzt viel mehr interessiert, habe ich denn nicht das Schreiben von Raven an Dexter? Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. Das war das, was ich gesucht habe. Wegen der Vermissten. Ja? Ich weiß, wo sie sind. Ich weiß, wo die Vermissten sind.
Was hast du herausgefunden? Sie sind von einem Kerl namens Raven in einen fernen Teil der Insel Korinnes verschleppt worden. Was gibt dir diese Gewissheit? Ich habe seine Befehle gelesen. Er lässt die Banditen der Umgebung für sich arbeiten. Hier. Gut. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich dachte schon, wir müssen uns damit abfinden, es niemals zu erfahren. Ich bin bereit, mich dem Ring des Wassers anzuschließen. Dann hast du Lord Hagen deine Nachricht gebracht? Ja, aber er hat mich ins Minental geschickt, um einen Beweis für meine Worte zu bringen. Du musst entscheiden, was du als nächstes tun willst. Mir war nur wichtig, dass er die Nachricht erhalten hat. Jetzt liegt es an ihm, zu handeln oder auf deinen Beweis zu warten. Was dich betrifft, du hast bewiesen, dass du unverzichtbar für uns bist. Du sollst zu unseren Kindern gehören und in unserem Namen in die Welt hinausgehen, um Adanos Wille zu vollbringen. Ich übergebe dir deinen Ring des Wassers. Möge er dir dienen, deine Verbündeten zu finden und mit ihnen gemeinsam das Gleichgewicht dieser Welt zu erhalten. Du bist der erste Magier des Feuers, der zu unseren Kindern gehört. Darüber freue ich mich besonders. Adanos möge dich schützen. Geh nun hin und triff dich mit deinen Brüdern. Sie werden dich in der Taverne zur Toten Harpie erwarten und dich in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Die Taverne wirst du kennen. Sie liegt auf dem Weg zu Onas Hof. Vergiss nicht, deinen Ring zu tragen, damit deine Brüder dich als einen der ihren erkennen. Ich frage mich ja, ob das Watras so eine Genugtuung gibt. Also zu wissen, dass ein Feuermagier zum Ring des Wassers gehört. Das ist doch kein Geheimnis so mehr. Liegt er nachts wach und er sollte lieber den Mund halten. Denkt sich dann so, boah, geil. Nice. Das ist so ein richtiger Faustschlag ins Gesicht fürs Kloster. Dass ein Feuermagier Adanos dient. Ob den das geil macht? Ich weiß nicht. Ich würde Watras so einschätzen. Stille Wasser sind tief. Ich glaube, dir macht das schon ein bisschen spitz, zu wissen, dass ein Feuermagier zu denen gehört. Naja. Okay. Ich habe jetzt also meinen eigenen Aquamarinring quasi. Den ich wahrscheinlich niemals tragen werde. Ich werde wahrscheinlich, den anderen muss ich ja Laris eh wiedergeben, also von daher. Tasty. Dann können wir die anderen auch Laris direkt wiedergeben. Falls es überhaupt geht. Aber ich denke schon, wir haben jetzt unseren eigenen. Müsste jetzt eigentlich gehen. Ja, ja. Okay, hat jetzt schon echt kurz Panik gehabt, ob ich das Schreiben von Dexter nicht irgendwie verloren habe oder gar nicht erst gefunden habe. Aber ja, doch. Greg hatte das Ding ja in der Hand gehabt und hat ja gelesen, was da drin stand. Nur ich habe es noch nicht bisher getan. Gut, dann werden wir also nach Jakenda aufbrechen. In Kürze. Und werden dort... Da öffnen sich ja jetzt auch neue Möglichkeiten. Wir haben ja jetzt schon theoretisch eine Banditenrüstung. Rein theoretisch brauchen wir also gar nicht mehr bei den Piraten questen gehen. Sondern wir haben ja jetzt schon alles. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Aber da kann ich mich nicht drauf verlassen, das stimmt. Kann auch genauso gut... Ich werde trotzdem bei den Piraten questen, ne? So ist es nicht, aber... Wenn er das nicht sieht, aber warum habe ich denn jetzt auf einmal mehr als 60%? Das check ich jetzt auch nicht. Was hat mir denn jetzt auf einmal die Prozente verliehen? Ich meine, ja, der Erzfeinde, der gibt mir halt 10%, aber... Wieso bin ich jetzt auf einmal Meister? Das verstehe ich nicht. Macht mich die Rüstung macht mich doch nicht zum Meister. Das verstehe ich irgendwie nicht. Egal. Auf jeden Fall bin ich Zweihandmeister. Ohne Zweihand gelernt zu haben, aber optimal. Alter, block mich nicht! Dämlicher Köter. So. Nochmal schnell ein Fell gezockt.
Und jetzt auf zur Aufnahmezeremonie. Er stellt sich das immer so einfach vor. Ich hörte von einem Treffen des Rings in deiner Taverne. Das ist richtig. Das müsste eigentlich schon soweit sein. Ich frage mich, wo die Jungs bleiben. Sie werden schon noch kommen. Ja, wir werden ja sehen. Ah, guck mal, jetzt hat er die Rüstung gewechselt. Geil. Ja, oder auch nicht. Gut. Kriege ich jetzt auch eine random Rüstung von Laris, weil das auch gerandomized ist? Wer weiß. Ich denke nicht, aber... Kapitän Laris wird schon... das Richtige haben und geben und sagen und machen und tun. So, mein junger Freund, wir sind hier zusammengekommen, um deine Aufnahme in den Ring des Wassers zu feiern. Die Jungs, die du hier sehen kannst, werden ab heute ein Auge auf dich haben. Es sind natürlich nicht alle, die dem Ring des Wassers angehören, also sei vorsichtig. Ob du Mist baust oder ob du unserer Gemeinschaft einen Dienst erweist, wir werden es wissen. Ich überreiche dir nun die Rüstung unserer Gemeinschaft. Trage sie mit Stolz. Aber lass dich nicht dabei erwischen, dass du sie in der Stadt oder in anderen bewohnten Gebieten trägst. Bedenke, dass wir nicht entlarvt werden wollen. Darum darf niemand erfahren, wer zum Ring des Wassers gehört. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Das ist unsere oberste Regel. Also, halte dich daran. Noch Fragen? Wieso zur Hölle stehen diese drei Bauern hier in der Taverne und hören alles, was du sagst? Wie sieht's mit Waffen aus? Die Waffe des Rings ist der Kampfstab, aber jeder kämpft mit der Waffe, die ihm am besten liegt. Hier hast du einen von unseren Stäben. Ich konnte nie viel damit anfangen, aber vielleicht kannst du damit umgehen. Er stellt sich das immer so einfach vor. Mit welcher Hilfe kann ich bei euch rechnen? Ich kann dir zeigen, wie man geschickter wird. Wenn du Hilfe im Umgang mit Nahkampfwaffen benötigst, wende dich an Kord. Er ist ein Meister der Klinge. Garn zeigt dir sicher gerne, wie man Tiere richtig ausnimmt. Von Martin kannst du viel über die Paladine erfahren. Kavalorn lehrt dich das Schleichen, Einhandkampf und das Schießen mit dem Bogen. Bei Orlan wirst du immer ein warmes Zimmer und ein Bett finden. Und was mit Magie zu tun hat, wirst du sicher bei Vatras erfahren können. Ich muss weiter. In Ordnung. Dann wollen wir dich nicht länger aufhalten. Geh nun umgehend zu Vatras und lass dir deinen ersten Auftrag geben. Brüder des Rings, lasst uns nun zurückkehren zu unseren Pflichten. Die Überfälle der Banditen haben immer noch nicht aufgehört. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Bedrohung eingedämmt wird. Adanos erhalte das Gleichgewicht dieser Welt. Irgendwann muss das jetzt. Das passt irgendwie gar nicht zu Laris, dieses Pseudogläubige irgendwie. Das kaufe ich dem, wenn der sowas sagt wie Adanos erhalte das Gleichgewicht in dieser Welt, dann kaufe ich dem das halt einfach nicht ab. Wenn der das sagt. Weiß nicht. Also ist einfach so. Ja, gut. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge quatschen wir mal kurz mit Vatras. Beziehungsweise, ich werde das offscreen mal hier kurz machen. Ich tingle nochmal kurz in die Stadt. Quatschen wir mal mit Vatras und dann geht's ab der nächsten Folge dann bei den Wassermagiern weiter, denn das dahin hin und her gelaufen, das will ich euch ehrlich gesagt nicht antun. Deshalb danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen. In der nächsten Folge geht's weiter bei Saturas. Haut rein, macht's gut, bleibt gesund und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.